Bevor das Video losgeht, ganz kurz Werbung für meinen Partner Rhino Shield. Rhino Shield hat eine fette Aktion noch bis zum 1.12. Und zwar bekommt ihr bis zu 60% auf das gesamte Sortiment. Und es sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass Rhino Shield zuständig ist für alles, was das Handy betrifft und dessen Sicherheit. Also Handyhüllen, Handyschutzfolien, alles drum und dran. Mark, High Five. Mark. Und mit meinem Rabattcode komplett raus kriegt ihr nochmal 10% obendrauf. Alle Produkte, die die haben, sind rabattiert, wie zum Beispiel. Oder das hier. Du musst mal hustlen, du kleiner Dreck. Oder das hier. Also checkt es gerne aber über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dave, ich würde sagen, Video ab dafür. Wir gucken noch den Vlog. Das ist der letzte Vlog, den wir uns reinziehen. Das ist der von Lazzo. Sascha, wenn du das siehst, du stinkst. Okay. Und danach gucken wir das Insco21-Video. Ich staubsaug morgen. Alter. Ich habe mir gerade noch eine Doku reingezogen über den Einfluss, den es hat, wenn man extrem viel auf Social Media abhängt, extrem viel am Handy ist. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich werde ab sofort einmal die Woche einen komplett elektronischen freien Tag machen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das für einen Einfluss auf meinen Kopf, meine Kreativität und Co. Bro. Was sehen meine Augen hier? Es ist eine viereckige Form, in ein bisschen länger gezogen, nicht so hoch. Hast du dir schon mal genau, perfekt für Marken zwei, drei... Pappfigur. What the fuck? Ich habe mich spontan dazu entschieden, das komplette Projekt abzublasen. Wow, neues Objektiv, neues Auto. Marc hat mich angerufen und hat gesagt, Nico, ich habe eine richtig geile Idee. Und dazu habe ich noch, ich glaube, 300 von denen in Kleid. Hier ist die Tür. Digga, was für Psychos. Das ist das, was er sieht. Cool. Sascha, mein allerjüngster, wenn du das siehst, du stinkst. Wir haben heute sogar noch einen Podcast drüber gesprochen und Flo Varion, das ist jetzt ein bisschen ein Spoiler, nur ein kleiner, das juckt ja nicht. Flo meinte auch, es wäre überkrass gewesen, wenn zwischen den ganzen Figuren Marc in dem Hemd und in dem Anzug so still gestanden wäre und ich vielleicht noch irgendwann ihm vorbeigelaufen wäre und er hätte gedacht, das ist auch ein Pappaufsteller, dabei wäre es in echt gewesen. Also Marc, das wäre dann der Next Level Prank gewesen, wenn du auch noch in echt da in der Wohnung stehen würdest. Ja, halt's Maul, verpisst euch mit dem Emote. Nee, da ist auch nichts gespoilert, Mann. Ach, die Nachbarn von Sascha, die feiern jetzt komplett. Wieder Saschas Freunde mit lauten Autos? Nehmen wir. Du hast jetzt sozusagen einen Ferrari als Alltagsauto und einen Porsche GT3 als Spaßauto. Genau. Ich find's auch gut, dass du da einfach so einen ausgeglichenen Lifestyle fährst. Nee, Cabrio im Winter, da denken die Leute sich auch so, Mann, die Jungs, das ist so cool. Cool, ja, cool. Weißt du, was da noch fehlt? Ne? Laute Musik. Ja! Das ist das Schlimmste. Das ist doch mega cool gerade. Was jetzt nur noch gefehlt hätte, so ein Ron, der so auf den Rücksitzen von Nalo entzündet. Das ist es. Da schau, wie sieht's bei dir in der Wohnung aus? Eine Katastrophe. Ich habe mich gestern noch einmal erschrocken, als ich Zähne geputzt habe vor dem Ding in der Dusche. Das war der fieseste. Ey, das ist von Display, ja. Oh, ey, die ist schon echt eine nette. Marc, was sagst du? Vielleicht musst du eine Auswahl sagen. Das stimmt nicht, ne? Ich habe damit nichts zu tun. Ich sehe das erste Mal. Ach so, weil du hier die Hose kaufst. Und Ron hat hier für dich extra noch einen Salat bestellt, weil der wusste, du kommst demnächst vorbei. Ja, der geht ja noch, oder? Oh. Riech mal bitte kurz dran. Oh mein Nimm Gott. Nur ein Näschen, bitte. Ich habe hier gerade Essen. Nur kurz ein Näschen. Oh. Ey Ron, danke, du bist der Beste. Das hab ich gedacht. Wenn ihr diesen Sweater oder auch andere Produkte Werbung? Von Industries oder auch von den Kollektionen davor erwerben wollt, ja, dann schaut auf jeden Fall am 25.11. gibt es bei uns einen Black Friday Sale. Marc wartet hier seit so einer Dreiviertelstunde, dass Tim zu ihm kommt, um mit ihm endlich zu drehen. Ah, alles gut, kein Problem. Um mal auf das Thema vom Anfang vom Vlog zurückzukommen. Ich habe heute tatsächlich den ersten elektronischen freien Tag gemacht. Ich habe nur meine Cam benutzt heute. Ich glaube, ich werde das regelmäßig machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er sagt, er hat einen elektronisch freien Tag. Sagt, er hat nur seine Cam benutzt. Dog, an dem Tag darfst du dann eigentlich auch nicht mal in deinem Auto rumfahren. Ist es ihm eigentlich bewusst? Da muss er oldschool-mäßig wieder aufs Fahrrad, als er seinen Führerschein verloren hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich freue mich auf die Kaninchen. Steffen und ich sind große Fans der Heimtiermesse, denn Steffen trägt einen Pelz aus Mantel. Es riecht sehr nach Heimtier hier schon. Ganz gern, dass du das Lied hier mitträllerst. Das Känguru hat seine ganz eigene Art und Weise. Netzbiet und wir uns aufschlitzt, leben wir. Wir werden
Mir fällt nichts ein. Zurück ins Studio. We'll be back right now. Wir können jetzt auch hergehen und könnten uns jetzt halt drüben beim Weinstand mal die Weine angucken. Vince ist auch mit extremer Pirschung an die zwei Damen da vorne an der Bar. Meine allerjüngsten. So ein Wein, den muss man richtig genießen. Okay. Leben wir. Die Messe schiebt aber ganz an. Vince will Nina wegsnacken. Oh nee, Mef. Damit fangen wir nicht an. Was guckt ihr so für Videos? Fortnite, glaube ich. Fortnite? Ja, ja. Ah, sehr geil. Du bist auch in Fortnite. Ja, ich bin auch was. Das hier ist ein besonders guter Traum. Was machst du gerade, Nina? Ich muss bei Mrs. Bella leider Sachen shoppen. Black Friday! Was war das? Okay. Innerhalb von 30 Sekunden so viel weirdes Zeug drin gewesen, dass ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie er schaut Fortnite-Videos, der 40-jährige Mann, okay? Ist das am 15. Ja, mein Mensch, Maverick. Mola Kalainius, the Black Friday. Ey, hast du Bock, gleich richtig geile Mucke zu pumpen? Boots, Alter, ich wurde erwähnt. San Diego. Mein allerjüngster, es gab was ich dir persönlich schon immer mal sagen wollte, und zwar. Putte mir die Nase, wie Toni Montana, baller mit Auto, bei dich, Joseph, ich gebe dir Befehle über den Umsatz, hey. Schöpfe die Kilos, fahr an der Gay, verpacke Gay und strecke jede 80 auf 102. Von Harder nach Germany, Koffer von Burberry, Ticket in den Bock an meine Kundschaft, white. Erledige die Besitztermine, ficke deine Mutter, stecke in die Politik, die mit deiner Bodycardi, bei dir, Bella, baller, Napoli, verteile deine Hut, originale Garnelen. Nee, das war mir einfach noch wichtig, dass. What the fuck? Du das einfach weißt. Ich weiß noch. Zu IT-Schulzeiten, als Satz und ich noch in eine Klasse gegangen sind, lief manchmal, glaube ich, dieses Lied im legendären Lupo. Und da hat Lazo auch schon da mitgeballert, den Part. Ziemlich wild, Alter. Also wirklich ziemlich wild. Ich weiß auch, ich will auch gar nicht wissen, wie lange er einfach nur diesen Part geübt hat in seinem Leben. Dann scheppert den Daumen jetzt im linken oberen Ohrsloch rein. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr alles richtig. Oh. Alter. Leben wir. Alter. Oh mein Gott. Dicker, das könnte alles irgendwie so Watte oder so sein. Es ist ein eigenes Leben. Es ist wirklich, das ist wie Watte. Und Lazo besitzt keine Watte. Das kann bald laufen. Ey, Mann. Naja, lass noch Zitter nicht. Och, dieses Zitter nicht. Ich habe von Marc eine Version mit diesem Zitter nicht von Marc Gebauer. Es ist wirklich unglaublich. Ach, folgende Sendung. Schiebt man mal wieder ganz anders. Nee. Das darf jetzt alles nicht wahr sein. Guten Morgen, guten Mittag und auch. Danke dir für 5000 gegiftete Subs. Herzlich willkommen zu dieser neuen Drecksepisode von TikToks. Dieses Video ist geschnitten von meinem Highlight-Channel Geteilte Treu. Die tun sich neben meinen Drecks-Highlights wie. Ich krieg jetzt nicht ausgesprochen. Perfekt, dass die Metallplatte immer noch drin ist. Liebe Leute, wir zünden durch mit der heutigen Episode. Und da bin ich direkt auf jemanden gestoßen, der den Tornado hier aufs Next Level gebracht hat. Als ob das jetzt schon geht. Liebe Leute, ich muss wirklich sagen, entzündet den Tornado! Mach dir mal bitte den Wecker auf 11! Liebe Leute, ihr wisst es, ich bin ein relativ ruhiger Warzone-Spieler. Ich hatte da jetzt keine ausreißenden Ereignisse oder sowas. Und hier persönlich einer der ruhigsten Spieler, die ich bis dato in der COD-Karriere kennenlernen durfte. Mein Partner Displit und ich haben uns mal wieder was Arschgeiles überlegt. Was hatten wir uns nochmal überlegt? Ihr habt ja schon mal eine Integration bei mir hier auf dem Channel von Display gesehen und da habt ihr gesehen, wie arschgeil ich meine Displays hier im Background aufgehängt habe. Das Ding hängt wieder ein. Um nochmal ganz kurz in das Verfahren einzusteigen, wie Display überhaupt funktioniert. Dies ist ein Kleber. Den klebt ihr an eure Wand. Ich glaube, ich hab's nicht verstanden, Mann. Dies ist ein Magnet mit einer sogenannten Klebeoberfläche. Ich persönlich habe gerade mal 4 Anläufe gebraucht, bis das Ding an der Wand zirkuliert hat. So wie im Video gezeigt, ist es übrigens falsch. Displate hat sich dazu entschieden, einen wirklich neuen Kundenstamm aufzubauen. Neue Motive, bei denen ich sagen muss, so ein geiles Produkt. Worauf wartet ihr noch, ja? Bei 1 bis 2 Displates bekommt ihr 34, bei 3 bis 4 38 und bei 5 und mehr 42% auf euren Einkauf. Hey, das schiebt aber gern. Checkt den Link jetzt in der Beschreibung ab. Wo ist das eine? Oh, Liebe Leute, ich muss TikTok wirklich dafür wertschätzen, dass hier einfach hin und wieder Qualitätscontent hochgeladen wird. Watch this.
I'm so cute. Liebe Leute, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Alter dem Gegenüber zu sagen. Hallo, ich bin Nikolas, ich bin 26 Jahre alt. Heutzutage kristallisieren sich neue Methodiken der Effizienz heraus. Und, wie alt bist du geworden? 24? 25? 26? Was soll die Scheiße? Sie würde dafür einfach kurzerhand gottlos blown. Digga, das ist echt hart, Mann. Ich find's ja cool, dass auch TikTok oder Instagram so Reels und so man viele spontane Dinge hochladen kann, okay? Aber, Bro, chill. Dinge, für die ich gottlos blown würde. Chill doch, hä? Ehrlich jetzt. Also, ich weiß nicht, wenn sie das wirklich selber hochgeladen hat. Bruder, chill doch mal. Es ist eine North Face Jacke und eine Prada. Es ist wirklich so weird shit, Mann. Wie viel kostet die Tasche? Wenn jetzt zum Beispiel der ihr Vater sich ganz entspannt TikTok holt, leider freut sich nicht. Digga, wenn der Dad ihr zu Weihnachten die Tasche schenkt, dann ist auch mal daheim auch mal ganz anders was los. Das sind die Dinge, worüber wir uns Gedanken machen müssen und nichts anderes. Woo! Mega aufregend, neue Social Media Plattform. Geht durch, guckt euch ein, zwei lustige Videos an und dem nächsten Cut sieht er plötzlich. Schlecht. Es ist nur peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. Du sagst es, Kumpel. Bisschen cringe, ne? Oh my god. I love that. Keep doing that. Keep going. Yes. Oh yeah. Okay, guys, no problem. I can keep doing this all day. Und neben allen Dingen, die ich auf TikTok gesehen habe, kommt dann noch der dazu. Stell dir vor, ich heirate deine Schwester. Nee. Zittern nicht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich wirklich auch nach dem Dezember einmal die Woche hochladen soll. Zittern nicht. Es gab schon immer in der Vergangenheit Leute, die einfach eine ultra angenehme, sympathische und vor allem auch einladende Lache hatten. Talk, Alter. Ey, dieses Zitternicht-Ding. Marc hat mir was geschickt von der Tagesschau. Und ich finde, es gibt gewisse Dinge, die müssen so Fernsehsender und so Sendungen gar nicht machen. Zitternicht. Ich habe dir doch nur gesagt, du sollst es dir vorstellen. Womit man zwar junge Leute erreicht, aber langfristig auch wiederum nicht erreicht, ja? So junge Leute sehen von der Tagesschau diesen TikTok und denken sich... Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Ganz, ganz weird, ehrlich. Es ist wirklich cringe. Muss man einfach nicht machen. So ein Auto anzubekommen und es dann mies am Absaufen ist. Ihr geschiebt aber mal gut. Liebe Leute, alles klar, damit habe ich schon wieder alles gesehen. Wenn euch diese Drecksepisode nicht gefallen hat, dann scheppert den Daumen im linken oberen Ohrschloch durch. Black Friday. Sale bei Ola Kala und zwar am 25.11. Wer da nicht vorbeischaut, ist entweder wirklich komplett am Sack oder Multimilliardär. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, meine Güte, dann habt ihr sowas von alles richtig gemacht in eurem Leben. Und jetzt verpiss. Ey, ich weiß nicht. Ich muss euch eins sagen, ich sehe mich wieder im Schnittprogramm in einem InScope 21 Video. Ey, Lazo Dog, wenn du das siehst, Mate, ich glaube, ich schneide das nächste Ding. Ich weiß nicht, was das nächste Video sein wird, aber ich glaube, ich schneide das nächste Video.